unsere Gesellschaft wird nur konsumiert, anstatt sich damit auseinanderzusetzen. Das bezieht sich auf alles, sonst würden die Leute auch nicht sämtlichen, ich sage es jetzt mal hart, Dünnschiss, der im öffentlich-rechtlichen, im Quotenprogramm auf Rotation läuft, sich so bieten lassen. Also irgendwelche Singles von irgendwelchen Slutkos und KKG, die einfach abgrundtief schlecht sind. Es wird einfach konsumiert. Es ist heutzutage eine Spaßgesellschaft. Es ist heutzutage regelrecht ein Faschismus der guten Laune. Du bist gezwungen, in dieser Spaßgesellschaft mitzumachen. Und einige Gesellschaftswissenschaftler, da war zuletzt im Spiegel auch ein großer Aufmacher, tendieren dazu zu glauben, dass es entweder stärker und schlimmer wird mit dieser Spaßgesellschaft, die einfach im Endeffekt wirklich konsumiert, anstatt zu hinterfragen. Und der Weg zurück zu einem mehr geistvollen, ja, Aufarbeiten von Themen passiert immer weniger. Deswegen glaube ich auch, dass in der schwarzen Szene ähnlich wie überall in jedem Gesellschaftsbereich das ein großes Manko zurzeit ist, dass konsumiert wird, ohne zu reflektieren.